So. Schauen wir mal, was ins Pokémon-Riesennest so abgeht. Was haben wir eigentlich? Hatten wir irgendeinen Pokémon gerade, den wir... Los geht's. Das außer kennst du bereits auch halt dort. Ach nee, die möchte ich nicht machen. Dann möchte ich ganz neu suchen. Mich überraschen lassen. Für die zwei habe ich keine Lust, die habe ich schon. Soll mal eigentlich irgendeiner kommt. Mein Gott, war das jetzt schnell voll. Ich hab sogar das gestartet, ey. Ja gut, der eine hat noch kein Häkchen gemacht. Macht Häkchen! Jetzt können wir das hier nicht starten. Er macht Häkchen. Und? Komm schon. Boah. Ach toll, ich bin letzter. Und dann nimmt er Nidoking. Ich wollte Nidoking. Boah, was für scheiß Pokémons. Das sind bestimmt diese. Das wusste ich, dass er das nimmt. Boah, ich will die nicht. Nimm den dann, ne? Mann, ey, ich wollte nicht, okay. Es kommt drauf an, was noch da oben schwebt. Jetzt Pflanze Boden. Okay, steige, steige. So. Auch wieder Psycho. Boah, ich krieg die Psycho-Krise. Ich hab mal Psycho, ey. Was war nochmal gegen Psycho gut? Oh, keine Ahnung mehr. Käfer, Geist oder Unlicht? Käfer, Geist oder Unlicht? Ach, keine Ahnung. Käfer, Geist oder Unlicht? Was haben wir denn? Was ist der Wolf? Hi, Schnecke. Wir haben Psycho. Psycho im Nest. Schon wieder. Wie viele Pokémons gibt es denn davon? Hä? Käfer, Geist oder Unlicht wäre am besten gegen Psycho. Was ist eigentlich dieser Wolf, den ich genommen habe? Das Gestein? Ist das Gestein? Ich weiß es gar nicht. Wolverock? Als Gestein. Ach verdammt. Ne, wir brauchen Unlicht. Pflanze oder Geist. Käfer oder Geist. Käfer, Geist oder Unlicht. Gegen Psycho. Wäre gut. Oh Mann, ey. Das ist doch blöd. Liegt. Aber dass wir immer Psycho haben, ey, wie oft wir das schon drin hatten. Gibt's da so viele Pokémons, ey? Kann nicht sein, ey. Oh, noch ein ganz Dukien. Putzig sieht sie auch, ne? Aber ist okay. Pflanzen-Pokémon können wir nicht gebrauchen. Leider, aber Fangtöse. Sie sieht süß aus. Wer weiß, was sie da im Nest ist, ey, was wir nicht brauchen können. Dressella wurde gefangen. Nee, leider geht Pflanze nicht vor den Kiefer. No, no. Mal gucken, was wir jetzt als zweites Pokémon hier haben. Kampf, toll. Katastrophe. Affe. Ich weiß nicht, wo die hinwollen.
Das ist der Affe mit dieser Kokosnuss in der Hand. Was ist denn dieser Affe mit der Kokosnuss in der Hand? Kampf und? Gute Frage. Effektiv, wo ist der ganz effektiv hier? Das sieht ja schlecht aus für mich. Komm, angreifen. Kampf und normal, glaube ich. Ja, das ist auch wieder nix. Das ist so blöd. Sehr effektiv, Donnerschlag. Okay. Oh nein, nicht die Dienerfaust. Nicht die Dienerfaust. Und doch nicht auf mich! Boah, der hat mich instant getötet. Wie gemein, ey. Voll gemein. Voll gemein, ey. Komm, der erste Herzchen ist schon Geschichte. Das ist, ja, toll. Ich habe kein Pokémon. Meine ist gerade gestorben. Feuer die Gruppe an, ja. So halbwegs kann man nicht so sagen. Ey, so ein kleines fliegendes Eichhörnchen, ne? Zieht die so viel ab, ey. Das ist unglaublich, ey. Nein, 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 nein! Flüchten! Ne, nur ein reines. Ne, ist nur ein reines Kampf-Pokémon. So. Oh. Okay. Hilft alles hier nicht. So, der Affe ist Geschichte. Der nächste. Mal schauen, vielleicht ist da Geist oder Käfer oder Unlicht oder gar nichts. Das könnte auch sein. Naja, fangen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein Shiny-Pokémon bei. Wer weiß, wer weiß. Man sieht es ja so nicht. Ich hocke auch Pokémon. Yeah. Ich habe Dings vergessen, Zaubertosch anzufangen. Ich hab es vergessen. Ich muss gleich unbedingt Zaubertausch anmachen. Vielleicht haben wir Glück. Ich muss einen Zaubertausch gleich mal machen hier. Hey, oh, der nimmt den Käfer. Den Affen. Den Käfer. Den Affen. Wasser, Pflanze, Stahl. Ey, schlimmer kann es nicht werden. Wir laufen in unseren eigenen Grab. Und leider ist hier nichts für Psycho unterwegs, ey. Wer weiß, was toll. Wer weiß, was im Nest ist, ey. Wir sind aufgeschmissen, glaube ich. Nee, Hauptsache wir schauen ein bisschen Nest, dann kann man immer gucken, wer da drin ist. Wir machen. Oh Gott, das wäre nichts Effektives. Relaxo mit diesem Baum auf dem Bau. Oder sagen wir mal Insel auf dem Bau. Mach jetzt da
die Namen. Die sind auch cool, die Pokémon, ey. Der Teddybär wird hier größer. Schau mal. Ich bin so gespannt, was im Nest ist. Wenn wir es rüber schaffen. Ja, stand ja, dass es nicht viel abzieht. Mach den. Oh nein, 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 nein. Bitte verletz uns nicht. Lass uns bitte in den Nest rein. Ich muss wissen, wer da drin ist. Das wäre so gut. Schmeiß die Kokosnüsse. Die Bär rastet aus. Mistreiter. Ich weiß gar nicht, wie ich sie einsetzen soll. Das hilft ja alles nicht. Leider nicht. Haut ihn nieder. Er hat ja nicht mehr viel. Komm schon, das war sehr effektiv. F4 mit der Kokosnuss und er ist down. Wir gehen mit 3 Herzchen in das Nest rein. Was kann denn Psycho? Gibt es denn hier Mewtwo und Mew im Riesennest? Ich wechsle. Das hat sowieso ja keinen Sinn. Ist egal, wen ich nehme. Es ist alles eigentlich nichts gegen Psycho. Oh, der eine sollte wechseln mit dem Teddybär. Ja, der mit dem Teddybär. Ja, der mit dem Teddybär. Nein, der mit dem Teddybär. Ja, warum kriegt der nicht Elias ein? Der war doch verletzt, ey. Und hat sogar als erstes gefragt. Keine Ahnung, ja, ich auch nicht. Oh Gott, wer ist da drin? Bitte nichts was Schlimmes. Wir haben keine Pokémon dafür. Wow, den haben wir noch nicht. Das ist ja süß. Toputz. Das ist der blaue. Boah, was hat er denn? Alles Psycho nur, dachte auch eine zweite Gabe. Oh, ist der putzig. Wir haben den einen davon. Ja, wenn ich jetzt auf den Namen kommen würde. Keine Ahnung. Aber den habe ich noch nicht. Das ist doch schön. Und dann haben wir keine Pokémon, die gegen ihn helfen. Ja! Toputz ist Psycho. Nur Psycho? Oder? Die haben keine zweite, ne? Sache. Aber der ist so putzig. Oh, wenn wir den nicht kriegen, dann müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen. Also ich will den unbedingt haben. Ich habe den noch nicht in meiner Gruppe. Das steht schon mal fest. Ich brauche den. Ich brauche ihn. Das ist ja cool. Gibt es noch selber und das ist der dritte. Ja, dann ist der gelb, ne? Der dritte ist doch gelb.
fehlt uns nur noch der gelbe, aber mal gucken. Wir haben noch 3 Sterne und sieht eigentlich noch recht gut aus hier unten. Ich hoffe, der macht gleich nicht so eine Attacke, wo viele down werden. Ich weiß es nicht. Bitte, lass uns den schnappen. Der sieht echt cool aus. Ich finde den cool. Mach dir halt den Teddybär wieder. Super nett von ihm. Oh, noch ein bisschen Schnecke, dann haben wir ihn vielleicht. Komm schon, das muss doch klappen. Oh, das hat zu wenig abgezogen. Das hat zu wenig abgezogen. Ich brauche dieses Ding. Ich will nicht nochmal. Oh Gott, jetzt macht er irgendwas Schlimmes, ey, hier. Dann sind wir halt nicht Diener angegriffen. Nein, auf wen denn? Auf wen? Oh nein, warum? Ach so, auf den Affen. Der Affe hält das aus. Der Affe hält das aus. Affe, tu alles dafür. Mit deiner Kokosnuss in der Hand. Oh Gott, noch ein Schlag. Einer muss ihn noch schlagen. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist der Affe. Der Affe hält gerade richtig durch, ey. Noch einen Schlag. Gib doch jemand ihn einen Schlag, ey. Komm schon. Lass den Affen in Ruhe, ist der tot. Darf einer von uns schlagen? Komm schon, bitte, 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 bitte. Ja. Verbindung wird hergestellt. Ach man. Oh, wie ist das nervt, ey, wenn es so lange dauert. Verbindung wird hergestellt. Denke ich immer so am Telefon. Verbindung wird gehalten. Wir dürfen. Oh nein, der haltet den Affen aus. Ah, hätte doch mal einen Schlag hingeben soll. Nein, 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 nein. Shit. Einer ist down. Nur noch 2 Herzchen. Nein, wir dürfen noch. Komm schon, ein Schlag. Bitte. Bitte! Aber das kann doch nicht sein, ey. Es geht nur um einen Schlag. Oh, ich darf, wir haben ihn. Ja! Das war ein Kampf hier, ey. Und der ist so putzig. Das ist deine Chance. Schmeiß einen Pokéball und fang. Da fehlt uns doch noch der Gelbe davon. Trotz, dass wir kein Pokémon hatten, was gegen ihn gut ist, ne, haben wir es geschafft. Top. Trotzdem gucke ich, ob die Kleinen keine Scheine sind. Wenn die keine Scheine sind, nehme ich den natürlich 100%. Oh, wir haben ihn. Jetzt fehlt uns nur noch der dritte. Mal ganz kurz im Bericht gucken, ob irgendjemand dabei ist. Das ist alles normal. Dann nehme ich den natürlich. Ach, der ist so süß. Spielst du heute noch Fortnite? Das weiß ich noch nicht. Aber ich wollte den eigentlich nicht in mein Team nehmen. Nein, ich will den nicht in mein Team. Ich habe aber seinen kleinen Bruder, Geschwister in mein Team. Ich wollte mir die mal angucken. So, Stimo Schalotin. Super gut gemacht. Ich hoffe, wir können in Zukunft zusammenarbeiten. Ja, oh, jetzt müssen wir erstmal. Jetzt müssen wir eigentlich mal einen Zaubertausch durchziehen. Wen schicken wir denn in den Zaubertausch? Ah, schicken wir den noch. Ist das eigentlich nur bestimmte Pokémon-Schnecke oder? wo ist er denn? Wie süß, jetzt haben wir den roten, den blauen, da fehlt uns eigentlich nur noch der gelbe. So, die Hauptsache brauchbar. Okay. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Habe ich vielleicht irgendeinen da, wo ich die Doppelten habe, was für dich?
fest. Ich hab. Wer ist Koplosius? Wer ist Koplosius? Also mit den Namen habe ich sie. Mit den neuen Namen. Ich muss mal googeln, wer Koplosius ist. Koplosio. Wer ist denn Koplosio? Was ist der Name? Ach, das ist diese tanzende Kugel. Feuergeist. Ach so, nee. Nee. Das ist eine Ultra. Ich hab den Glauben. Dieses tanzende Ding habe ich. Wo ist der? Koplosius, da. Als Shiny habe ich den. So. Ich könnte ihn noch als normal fangen. Das wäre mal vielleicht was. Shit, und ich hab's weggemacht. Ah, egal. Wird schon wiederkommen. Der hat schon mal sowas angeboten. Egal. So, jetzt warten wir kurz auf einen Supertausch hier. Hier. Zaubertausch. Und dann schauen wir und lassen wir uns nochmal überraschen. Überraschung, Überraschung. Schenkt uns ja mal schon was, ne? Das heißt, in der Pause Angriff mit Höhe. Oh! Zaubertausch. Auf Wiedersehen! Birutiskes. Das Birutiskes. Schickt er uns eine Qualkoppe. Er schickt mir in sowas Cooles und er schickt uns eine Qualkoppe. Warum? Warum? So, aus England. Oder du machst den, weil du ihn als normal willst. Und dann bekommst du als Shiny. Ganz genau. Ja gut, wenn sie den nochmal anbietet, können wir den ja nochmal machen. Kann ich mir den als normal holen. Aber jetzt lassen wir uns nochmal überraschen. Mal schauen, was im Nest ist. Ich wieder suche. Und Martin, Alex und wer wird uns auch begleiten? Schauchinux. So ein Name muss man jetzt erst kommen. Oh Gottes Willen. Eisboden, Feuerkäfer, Wasser. Oh, Seemon. Boah, schon, lange nicht mehr gesehen. Auch oh, cooles Pokémon. Früher Seemon. Und Seepa sah so süß aus. Dickes Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist bestimmt stark. Unlichteis. Ich nehme mal Unlichteis. Weil bei unser Glück ist wieder Psycho drin. Oder ich hätte lieber Seemon nehmen sollen. Stell dir vor, da ist ein Feuer-Pokémon drin. Nimm ein Schwein. Schweinchen. Er nimmt Eichhörnchen. Elektrostahl. Ey, das kann nicht sein. Was ist denn hier los? Warum kriegen wir die ganze Psycho? Oh. Ey, was ist denn hier falsch, ey? Das war gerade ein Scherz, ne? Wo ich gesagt habe, es ist hundertprozentig Psycho drin. Aber pff, ich sollte Wahrsager werden. Boah, ich glaube, ich gehe Lotto spielen. Ich kann raten. Mein Lieblingsspiel, mein Lieblingsspiel. Boah, ich weiß nicht. Also ich spiele ja gerne so Farmspiele, sehr gerne. Ne? Also das liebe ich ja voll. Aber mein Lieblingsspiel, boah, mein Lieblingsspiel. Oder will ich schon auf Pokémon tendieren? Also wenn es jetzt um Switch geht, Pokémon, Xbox würde ich auf. Was war denn da für ein geiles Spiel denn drauf? Auf Tomb Raider tippen, ne? Ich weiß nicht, ob das kennt, Tomb Raider oder Halo. Gut.
PlayStation, oh PlayStation. Ich freue mich so sehr, wenn meine PlayStation 5 endlich da ist und dann Ratchet & Clank da ist. Das ist mein Lieblingsspiel, Ratchet & Clank. Was ich sehr, sehr gerne gespielt habe, was leider eingestellt worden ist nach vielen Spielen, war Skylander. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber, boah, ich habe so eine riesen Sammlung, was Skylander angeht. Ja. Und was ist mit dir? Was ist dein Lieblingsspiel? Ist das überhaupt passiert, diese Dreifachachsel, oder haben wir ihn gar nicht abgezogen? Switch Pro und PlayStation, The Last of Us. Xbox, boah, Halo, Schnecke. Und von allen The Legend of Zelda Princess. Welche Teile hast du denn von Halo gespielt? Was mich interessiert, ist dieses Pokémon Dungeon, ne? Pokémon Dungeon, ja, Ende April kommt ja Snap. Das wird auch cool. Sonst habe ich gerade auf Switch nichts. Ich muss das noch eintragen auf meinen Account. Switch-Spiele, nur das erste einmal nach einem Kumpel aufgezeigt, aber ist auch geil gewesen. Aber kennst du Skylanders? Oh nein, 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 der will mich töten. Der will mich töten. Alle Teile gespielt. Ich fand einfach nur alle Teile geil. War voll traurig, wo sie das eingestellt haben. Ich habe so viele Kisten voll. Ich wollte mir bald Vitrinen holen und dann alle in die Vitrinen rein. Und dann mache ich auch ein Video davon, also live. Links, dann zeige ich sie alle. Nein, ich muss die Katze behalten. Das ist eine Unlichtkatze, ey. Wie war das für den Psycho-Pokémon? Was ist das mit den Giganten gezockt auf der Wii? Weil gab es ja richtig viele. Die Giants, ja. Holst du dir denn Snap?
Mein Lieblingskörler war Spyro. Ja, Spyro ist schon cool. Ich fand die Ninjini toll. Ihre Wunderlampe da. Wahrscheinlich schon die Bilder und Bilder sahen einfach wirklich aus. Oh ja, ich habe das gestern angeschaut. Das sah echt schon toll aus von der Grafik her schon. Wir kriegen ihn platt, ey. Bis jetzt habe ich die Hälfte, aber das Problem ist, ich habe Angst, wenn er angreift. Holst du dir Mario 3D World? Also ich habe Mario World. Aber nicht mit diesen neuen, ne? Wo habe ich das? Du Mario Browser U Deluxe habe ich. Ist das das nicht? Ist das das nicht, dieses Super Mario Browser U Deluxe? Oder ist das total was anderes? Oh. Das Spiel, was gerade weggeflogen ist. Ups! Nochmal das Spiel aufheben. Was mir hier. Einmal unterm Schreibtisch klettern. Jetzt habe ich fast mein. Was ich auch cool fand vom Spiel her. Luigi, ich weiß ja nicht, ob du es gespielt hast. Fand ich auch toll. Also ich sehe gerade, ich habe Mario. Das ist ein anderes Mario-Spiel. Ach so, ich habe noch Super Mario 3D All-Star. Das wollte ich auch noch ausprobieren. Ach, das ist ein anderes Spiel? Echt? Das ist nicht das gleiche? Ich dachte, das ist das gleiche. Mit den Levels und so. Okay, da muss ich mir das mal anschauen. Wann kommt das denn überhaupt raus? Muss ich mal gleich googeln. Ist das echt anders? Das wäre ja mega. Wenn das anders wäre, dann lohnt sich das ja natürlich zu kaufen. Aber wenn das die gleiche Blödsinn ist, nur mit einem DLC, dann wäre das schon mal. Weiß ich nicht. Hat das echt nichts damit zu tun mit dem Mario? Mario Switch. Ja, 3D World kommt erst raus im Februar, glaube ich. Okay. Ja, ich guck gerade. Am 12. Februar. Super Mario 3D World. Und was ich habe, ist Super Mario Bros. Puh. Dieser Teil erscheint am 12. Februar. Oh, das ist ja cool. Muss ich mir das mal kurz auf meine Liste tun. Vieh oder Wasser? Was ist das? Ach, das ist Mogon.
Pokémon Deluxe. Ich bin aber, ob ich mir den hole wegen den neuen Modus Bros. Ja, ja, das sah schon heftig aus. Ich habe mir so ein Video angeguckt. Das sah schon interessant, auch muss man schon sagen. Nicht effektiv, ist ja gar nicht effektiv. Ich sortiere gerade, ich gucke mir gerade meine Spiele an, ne? Ich sortiere gerade meine Switch-Spiele. Die sind mir gerade alle umgekippt. Oh nein, das kann nur mir passieren. Gut, dass der Kampf nicht so... dass der Kampf sich eigentlich recht selber macht. Kirby würde ich mal gerne ausprobieren. Kirby habe ich Luigi. Hast du Luigi gespielt? Luigi's Mansions 3 für Switch, war das war auch cool. Ich weiß nicht, ob ich das auch mal streamen soll. Das war echt cool. Irgendwie die Spiele dahin, nie wieder hinbekommen, ohne dass sie wieder nach alle runterfliegen, volle Pulle. Ich habe nur 5 Spielehüllen, die halt die anderen kaufe ich einfach digital. Achso, was hast du denn für Spiele? Ja, ich habe auch ein paar digitale Spiele, das ist nicht. Also Mario Kart habe ich digital. Animal Crossing habe ich digital. Was habe ich denn noch digital? Ich glaube, sonst habe ich alles auf CD. In der Hülle, glaube ich. Aber ich muss sagen, es lohnt sich, Luigi. Ich fand das echt cool. Haben sie echt toll gemacht. Auf CD Pokémon Shield Pokémon Let's Go Evoli Dragon Ball FIFA 19 für das Boxer-Profil habe ich bis heute noch nicht aufgemacht. Ja, manchmal hat man die Spiele, ne? Dann hat man vielleicht kurz reingeschaut oder noch gar nicht dazu gekommen, irgendwie damit was anzufangen. Das stimmt. Ja, ist schon ganz lustig. Mal überlegen, ob ich mir diese Super Mario 3D World hole.
Und was natürlich Neues ist, ist ja eigentlich recht cool, ne? Gift ist ja auch gut, ey. Für Psycho. So. Also wenn keiner Smogger nimmt, nehme ich ihn. Smogmog. Das würde eigentlich auch helfen. Gute Frage, wie man den haben möchte. Weil ich habe hier schon Unlicht, aber wenn keiner den nimmt. Na, dann nehme ich ihn. Ich bin verletzt, der. Für 9 habe ich auch nur, weil es digital teurer war. Ja. Ja, manchmal verstehe ich das nicht, warum digital so teuer ist. Zum Beispiel dieses eine Pokémon Dungeon, was mir interessiert. Ja, kostet bei Amazon 45 und digitale ist 60 Euro. Also es ist echt schon ein heftiger Unterschied. Cresselia. Okay. Ich glaube, Cresselia haben wir den nicht über einen Zaubertausch? Haben wir den nicht über einen Zaubertausch? Hast du mal bei Amazon diese geilen neuen Controllers gesehen? Dieses Pad Pro? Boah, da gibt es so einen schöner von Pokémon. Das sieht so süß aus. Boah, ich finde das so toll aus. Das sind diese, die du an der Seite der Konsole machst. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Ich komm. Mystery Dungeon. Ja, ganz genau. Aber du musst mal bei Amazon das mal eingeben. Ey, die sehen. Ey, das sieht so toll aus. Das ist von der Marke Ori oder so. Also es ist nicht wirklich von Nintendo, aber das sieht so toll aus. Rechts hast du Evoli und links Pikachu. Hammer. Ich glaube, die werde ich mir auch irgendwann mal holen, weil ich habe die Switch als Evoli Pikachu Edition. Ey, das würde... Ich habe eine Zelle Pokémon auch keine Ahnung. Nein, das sind diese Dinger, die an der Seite kommen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Aber trotzdem, guck dir das mal an. Die sind voll mega. Die heißen, gar nicht einen Link hier reinschicken. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das überhaupt hinkriegen soll, den Link hier überhaupt hier reinzuschicken. So, ich bin dran. Ups. Du meinst Joy-Cons? Ja, ganz genau. Split Pay Pro Pokémon-Controller Pikachu Evoli. Der heißt Nintendo Switch Split Pad Pro Pokémon Doppelpunkt Pikachu. Macht man dieses verdammte Zeichen? Hab ich auch viel Schick. Aber trotzdem, du sollst dir das mal angucken. Ich finde, die haben das voll toll gemacht. Ich finde die echt schön. Du sollst dir die angucken. Du sollst sie dir ja nur angucken. Ich habe ja nicht gesagt, du sollst sie kaufen. Die gibt es in verschiedenen Editionen. Die haben das auch schwarz-gelb von Pikachu gemacht. Sieht auch am aus. Dir das auch einfach bitte an bei Amazon oder so. Ich finde die toll. Entweder ziehen wir da gar nichts ab, kann das sein? Ich kann nicht drauf konzentriert, ey.
wir kriegen die nicht down. Wie sieht der zu schwach gerade hier ein bisschen? Ah, ich weiß gar nicht, was ich hier einsetzen soll. Irgendwie hilft hier gar nichts so richtig. Leider gibt es irgendwie gar kein Pokémon, was so richtig was abzieht, ne? Ja, sieht schon nice aus, aber gibt auch ein Pokémon mit dem Gesang. Ja, ich weiß! Aber ich glaube, der ist auf Kabel, ne? Kann das sein? Gut, ich sitze ja jetzt nicht so weit von der Switch, aber das wäre jetzt nicht das Problem dann. Echt schon coole Controllers, muss man schon sagen. Sieht echt aus. Nee, das ist der Tori Pad Mini. Kostet 25 Euro. Und mein Smogon ist down. Also man muss sagen, die haben echt... Ja, aber da kam es so 3 Meter lang. Das stimmt auch wieder. Aber von diesem Schwarz-Gold-Pikachu, der ist, glaube ich, ohne für 50 Euro. Ohne Dings da. Ohne Kabel. Aber die für, mit 25, die sind mit Kabel. Wie viele die rausgebracht haben, das ist ja... Es gibt ja auch von Animal Crossing die Controller, ne? Die haben so kleine, so ganz kleine, handhabige, kleine Controllers. Und die haben so Ohren. Kleine Öhrchen rechts und links dran. Die sind auch süß aus. Die habe ich einmal in Braun und in Blau. Dann habe ich noch den Pro-Controller, wo Pikachu und Mewtwo drauf sind. Den habe ich, dann habe ich den neutralen schwarzen. Ich bekomme nur Schmutz im Zaubertausch. Ich habe noch gar nicht geguckt, also der erste Zaubertausch bei mir war ja eine Katastrophe. Sagen wir mal so. Bin mal gleich gespannt nach dem Kampf hier. Wie es dann aussieht. Können wir es überhaupt überleben? Oh, der nächste, der Sturm. Oh nein, die bringen gerade alle down. Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus. Oh mein Gott, ist das Glück. Habe gerade jetzt mit einem Herzchen. Mit einem Herzchen gewonnen. Das war jetzt hier so ein Kampf, ey. Ich dachte, wir wären down. Das war jetzt, glaube ich, echt so ein knapper Kampf. Das ist unglaublich. Der hat uns ja nach und nach down gemacht. War ja krass. Das Glück war auf unserer Seite. Ich glaube, hätte sie jetzt noch mal angegriffen, wären wir alle down gewesen.
glaube, ein oder zwei Herzchen hatten wir noch. Warte mal, ich bin gestorben, das eine ist gestorben. Nee, ich glaube, wir hätten echt. Ich glaube, es stand nur noch einer. Das neutrale Pokémon, okay. So, möchtest du in Spitznamen geben? Nein. Ich glaube, die habe ich jetzt in. Habe ich die jetzt in normal und shiny? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die durch einen Zaubertausch mal bekommen, glaube ich. Wenn ich das nicht täusche. Also, wenn ich die als shiny habe und jetzt als normal, dann wäre ich glücklich. Die ist wieder am Freuen. Das bedeutet, sie hat wieder ein Pokémon im Riesennest gesucht und gefunden. Bewegen. Wo ist sie denn? Ich habe die nochmal. Das weiß ich. Da unten. So, ich hab die jetzt normal. Ach, verdammt. Okay. Jetzt habe ich sie zweimal. Die sind gleich, oder? Das war wohl nicht. So, jetzt hoffen wir mal auf einen guten Zaubertausch. Was ich nicht so denke, aber egal. So, jetzt schauen wir mal erstmal, was sie hat. Die hat Mewtwo gefunden. Ich krieg gerade einen Herzkollaps. Die hat ein Mewtwo gefunden. Oh mein Gott. Boah, wie mega geil, Omaticus. Und ich glaube, wir haben Mewtwo ja in Shiny nur. Das bedeutet, oh Gott, wir werden es gar nicht überleben. Ja, wir haben Mewtwo in Shiny. Oh mein Gott. Was ist Mewtwo? Psycho nur? Oder hat er noch irgendwelche Probleme? Oh mein Gott, gegen Mewtwo! Das können wir doch erleben! Wir haben Mewtwo im Nest! Psycho-Kampf! Mega X, was heißt denn Mega X? Oh mein Gott. Das hätte ich niemals gedacht, dass diesen suchen. Und wir haben heute noch darüber gesprochen. Nur Psycho. Das bedeutet, es könnten nur Pokémon sein, die uns helfen könnten, wenn sie Käfer, Gestein oder Unlicht wären. Oh mein Gott. Krasse Kaka Schakalaka. Schakalaka, Schakalaka. Was wollt ihr eigentlich hier machen? Ja, mal wieder ein Psycho-Pokémon. Ja! Heute ist der Psycho-Pokémon. Ey, wir haben heute echt nur Psycho. Da hast du recht, ey. Der erste war ein Psycho, der zweite war ein Psycho. Und der dritte ist ein Psycho. Alle guten Dinge sind drei. Wie geil ist das denn? Freude pur, Freude pur. Ich möchte Mewtwo haben. Und du kannst nicht mitmachen, Schnecke, verdammt. Das ist blöd. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen rein und hoffen. Ich will gar nicht wissen. Angezockt. Hi! Angezockt. Oh.
Ich weiß gar nicht, ob sie überleben. Oh, boah, Mewtwo im Nest. Oh mein Gott. Puh. Wie alt bist du? Oh. Oh, 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 oh. Ich sag mal so. Ich bin kein Jugendlicher mehr. Oh, ich bin Mewtwo, ich bin Mewtwo! Ja. Wir spielen um Mewtwo jetzt, Leute. Um Gottes Willen. Tina Abenteuer im Nest. Ich bin so aufgeregt. Also, er muss kein Shiny sein. Ich will den so haben. Bestimmt ist er dann Shiny. Als Shiny besitze ich ihn schon. Ich brauche ihn nur so. Ich bin zwischen 15 und 15. Schnecke, ey. Schnecke. Das war gut, ey. Okay, ich sage, ich bin zwischen 20 und 50. Ja, das war jetzt geil. Also wir brauchen Unlicht, Geist oder... Boah, da ist Unlicht. Gift. Gift ist auch gut. Wenn du das Mewtwo fängst, dann... Dann follow ich dich. Ja, ganz genau. Angezockt. Angezockt, da vergessen wir es. Ich glaube nicht, dass es gut gehen wird. Ich nehm Geist. Ich nehm Geist. Psychoflug, Geist, Gift. Weißt du was? Angezockt, ich hab schon Mewtwo. Bist du 25? Wer? Oh, Schnecke, fast. Schnecke. Das wäre schön. Psycho oder Wasser? Dankeschön, angezockt. Oh nein. Es wird nicht gut gehen. Glaube ich nicht. Oh, danke schön, Schneck. Ich werde auch so. So in den Alter geschätzt, aber leider ist es nicht so. Aber jung gehalten habe ich mich. Das ist schon mal sehr gut. Warum sind wir nach Stami eigentlich gegangen? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt da ankommen. Das ist jetzt so. Boah. Gibt es eigentlich auch Mew? Ey, wir müssen mal gucken, ob es auch Mew gibt im Riesennest. Ich weiß es gar nicht. Schatten können auch. Okay, das ist das Einzige, was hier. Ich kann auch nicht mal das ändern, leider, den Titel von unserem Stream, dass wir Mewtwo drin haben. Leider kann man das nicht ändern. Kann ich gar nicht ändern, ne? Das kann ich leider nicht ändern, wenn ich zocke. Wow! Die hätte mir aber Knogger gerade echt... Warum greift die mich eigentlich an? Das ist voll unfair. Das leider nicht mehr, Schnecke. Sie machen gerade Stami jetzt platt worden. Denn noch sowas einstützen? Machen wir mal einfach Plappels. Willkraft. Stormy, beruhig dich, ey. Wir müssen das Mewtwo schaffen, ey. Ich will den eigentlich im Riesennest sehen. Und die killt mich hier fast.
Letzte Chance im Fangversuch. Ja, fangen tue ich sie natürlich, klar. Das ist das erste Mal, dass ich hoffe, dass Mewtwo kein Shiny ist, ey. Ich könnte den normal haben. Das ist echt. Alle würden dafür. Das ist sehr nett, Schnecke. Das hört man gerne. Wasserpsycho? Nee. Warum hat sie meinen Gnogger so verletzt? Ich will den nicht annehmen. Ich möchte das nicht. So, nur noch zwei Pokémons. Dann werden wir ihn sehen. Wasser oder normal? Ich weiß ja gerade nicht, was sie hier vorhaben. Was ich gar nicht im Riesennest so oft sehe, ist Käfer. Kann das sein? Und heute hatten wir immer die ganze Zeit nur Psychos. Das ist der Psycho-Freitag. Fangen wir schon gut an, ins Wochenende zu kommen mit den Psychos. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein paar mal Items. Während normal. Das ist schon eine Neuigkeit. Tega steht Attacke an. Wird stärker. Ich nehme den Fokus. Shit, ey, das war schöner Bären gewesen. Jetzt hier so ein. Echt aus Spaß noch gesagt, ey. Warum schenkt sie uns nicht Mewtwo im Riesennest? Und was ist es drin? Das ist ja heute einen hier spannenden Freitag, ey. Muss man schon sagen. Sehr verdächtig, dieses Freitag heute. Sehr, sehr verdächtig. Ich sollte überlegen, Lotto zu spielen, aber jetzt ist alles leider zu. Nur ich glaube, wir werden gleich ein Herzchen bestimmt verlieren, weil ich vergiftet bin. Oder wenn ich jemand frage, wie alt du bist, antwort einfach Tisch 1. Boah, wenn ich noch mit 100 hier sitze, ne? Wenn ich bis 100 noch zocken könnte, das wäre ja ein Traum, ey. Es gibt doch bei YouTube hier die Senioren, die da auch zocken. Ich find's cool, ey. Dass die sowas machen. Ja, ganz genau angezockt. Ja, ich finde die cool. Dann hörst du dich immer noch an. Ja, das wäre. Ja, ganz genau, Schnecke. Schnecke, ganz genau. Und ich werde gleich sterben, verdammt. Und oh Gott, 2%. Das ist nicht gut. Wir werden gleich unser erstes Herzchen verlieren, weil er mich vergiftet hat. Schade. Das ist ja echt blöd. Das kann doch nicht wahr sein. Da wollen wir nach Mewtwo und wir verlieren schon jetzt ein Herzchen. Verdammt. Geh nach Flut. Oh nein, bitte nicht. Jetzt hau nicht irgendwo einen ab weg, ey. Nein, 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 nein. Oh Gott, der verliert ja. Oh Gott, der steht ja auf. Oh, wir kommen gar nicht zum Riesen, dass es so weitergeht. Ja, blödes. Wir haben keine Bären mehr unterwegs, oder?
Also ich habe bis jetzt noch keine Bären gesehen. So, der ist auch down. Oh, noch ein Pokémon. Dann stehen wir vor ihm. Ich bin so gespannt auf ihn. Aber das Problem, wir werden vielleicht mit 2 oder 3 Herzchen ankommen bei ihm. Und der eine ist ja fast down, ich bin fast down und vergiftet. Also schlimmer kann es nicht werden. Und diese Vergiftung geht ja auch nicht weg, ne? Das läuft gerade nicht gut für uns, ey. Oh, das sind Bären links. Ja, Psychogestein hilft uns ja auch nicht weiter. Bitte nimm Raichu. Nimm Raichu. Wir brauchen die Bären. UPL? UPL? So, nur einer von. Dann werden wir die Chance haben, gegen Mewtwo zu kämpfen. Wenn Raichu uns hier nicht wegballert. Also, wir müssen das heute noch erreichen. Steht schon fest, ey. Wie spät haben wir denn? Ach, ich weiß nicht, ob wir es heute noch erreichen. Heute oder morgen. Ich bin ja immer noch vergiftet. Warum konnten die Bären mir nicht helfen? Das ist ja blöd, ey. Die anderen sind fast ganz geheilt, also der eine. Das war nicht schön. Ach, Mewtwo kann doch nichts. Voller Lappen, ja. Das hoffe ich sehr schnell. Glaube ich weniger, aber naja. Schauen wir mal. Hier Raichu wegfehlen. Diese blöde Vergiftung, ey. Sogar Kappado ist besser. Ja, ganz genau. Oh nein. Dina Brand, Dina Spruch. Alle warten gespannt auf Mewtwo. Das hätte ich echt nicht gedacht, aber voll cool, dass man dieses Mädel da fragen kann. Die gibt echt coole Pokémons her. Muss man schon sagen, also bis jetzt können wir echt zufrieden sein, was sie uns so andreht. Boah! Da hat der Bauer was abgekriegt, der Arme. Der Arme reizt schon. So, willkommen in dem Riesennest von Mewtwo. Aber ich glaube, der ist normal. Ich hoffe sehr, dass er normal ist. Natürlich bestimmt. Oh mein Gott, ey, das nervt mich, dass ich vergiftet bin. Der ist nervig. So, Trommelwirbel. Wir haben es erreicht. In 3, 2, 1 erscheint er. Und da ist er. Und
Willkommen! Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das stimmt. Ich kann ihn doch nicht hier lassen. Sehr effektiv. Das Problem ist, dann muss ich ihn ja da lassen. Ich kann da gar nicht hinschauen. Ich kann da nicht hinschauen. Wenn der uns gleich eine rüber klatscht, dann sind bestimmt alle down, ey. Alle tief durchatmen, alle tief durchatmen. Oh Gott, ich bin übergeben. Aber wir haben noch kein Herz hier verloren. Noch nicht. Komm schon, das wird was. Das wird was, das wird was. Ein Happy End. Ein Happy End für Freitag. Am besten gibt sie uns dann noch Mew. Aber ich weiß gar nicht, ob Mew gibt einen Riesenlass. Aber wenn es Mewtwo gibt, dann muss doch Mew doch mitreißen, oder? Ist ja schon cool, wenn Mew auch gibt einen Riesenlass. Ah, super, er heilt sich. Sehr toll. Das wird hier lustig. Spielen wir dann morgen Fortnite. Ja, klar, gerne schneller. Sowieso noch so viel Level. Hast du auch den Battle Pass? Oh. Gott, er wollte uns schon angreifen. Ich wollte uns schon angreifen. Welche Dings bist du denn? Welches Level? Ich komme irgendwie voll gar nicht so richtig voran. Ich spiele das aber auch sehr zu wenig. Ich muss das mal mehr spielen. Aber ich glaube bis Mitte. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein, nein. Unser erstes Herz ist weg. Ich wusste es. Wenn der angreift, ist alles vorbei. Nein, 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 nein. Jetzt gib mir doch mal einer ein. 35 oder 36. Ich glaube, wir haben bis Mitte März Zeit. Gott, das will noch, Gott, das will noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon, Leute, wir müssen angreifen, der heilt sich bestimmt gleich und dann ist wieder alles vorbei. Oh mein Gott, einer muss nur noch. Einer noch. Ja, ich bin dran. Ja, wir haben ihn! Mega geil, Omaticus! Au! Klar, fang ihn! Fang ihn! Ah, wie cool! Mega geil, Omaticus! Mein Gott, war das ein Ende! Ein Freitag! Meine Güte! Also, heute ist ja ein geiler Tag, ey. Für Pokémon. Also, Pokémon haben wir ja richtig heute abgeräumt, ey. Jedes Mal, wenn wir ein Riesennest haben, haben wir gewonnen. Das haben wir ja noch nie gehabt. Dreimal haben wir Riesennest gemacht heute, ne? Drei? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir essen Shiny. Ich wollte doch einen Carpador. Oh Gott, er ist kein Shiny. Das erste Mal, dass man sich freut, dass er kein Shiny ist. Perfekt. Ich kann den Carpador holen. Aus dem Wasser. Und ein Zaubertausch. Jetzt kommt der Mega-Zaubertausch. Wie geil. Noga! Ja, da. Wer ist der Kleine? Oh ja, gut. Kubone heißt da eigentlich nicht. Ach, Dragosto. Gnogga hatten wir ja gerade.
aus England. Haben wir Dragosso? Der hat ja gar keine Nummer. Haben wir den kleinen Mann? Oh Gott. Ich blicke hier gerade gleich. Ich blick gar nicht durch mehr bei so vielen Pokémon. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte von den Pokémons, die man haben kann. Haben wir den kleinen Mann? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe beide erweitert. Ich glaube, ich habe beide. Dragosso und Gnogger. Irgendwo habe ich sie. Und ich glaube, ich habe sie schon wieder verpasst. Da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Ich verpasse die immer. Aber ich weiß, dass ich die habe. Also glaube ich zumindest. Kann man überhaupt alle Pokémon sammeln, die es hier gibt? Ich glaube nicht, ne? So viele Boxen besitzt man gar nicht. Das, ach da, ja, wir haben ihn. In beiden, okay. Nein, ich will den nicht tauschen. Bist du wahnsinnig? Eins aber tauschen wir ihn noch. Ach, sie freut sich nicht, Lasch, schade. Ich dachte, sie gibt uns vielleicht nochmal was Cooles. Aber sie freut sich nicht. Sie freut sich leider nicht so. Mewtwo. Du bewegst dich natürlich zu deinen... Oh, Shiny. Oh, Mew. Mein kleiner Mew. Mein süßer kleiner Mew. Ich tue ich erstmal hier hin. Bis jetzt haben wir Zapdos nicht normal gefunden. Habe ich eigentlich Bisasam und Bisaflor? Warte mal, warum habe ich die zweimal? Ist der dann ein normaler? Okay, ich habe ihn normal und in Shiny, okay. Freu dich und gib uns ein Pokémon. Außer neulich könnte ich mich vor den meines Teamkollegen verlassen. Mit Attacke Kommando hat es den Pokémon und sich um Befehl erteilt. Echt praktisch. So, wir warten auch auf den Zaubertausch. Der letzte Zaubertausch heute auf dem Freitag. Mit der hoffentlich etwas Cooles. Aber der ging aber schnell. Von Chase. Tschüss, Dragosso. Katze. Ich krieg eine Katze. Ich habe genug Katzen zu Hause. Ich brauche nicht nur bei Pokémon ganz viele Katzen. Charcripa. Na gut, das sollte nicht sein. Das sollte heute nicht. Beim Zaubertausch läuft es gerade nicht so gut. Aber dafür ein Riesennest. Da bin ich sehr drüber glücklich gewesen heute. So. Schnecke, brauchst du hinten Pokémon von hier? Hast du eigentlich Cresselia? Oder wolltest du nicht Entei? War das nicht so schnell? Dass du Entei wolltest? Ich habe gerade mal den halben Pokédex. Ich habe auch nicht viel. Also wenn ich meinen Pokédex anschaue. Gefangen 140 und gesehen 100, okay. Also Rüstung und... Okay. Schotolli läuft so nicht. Ja, aber kein... Ist nicht schlimm, Schnecke. Gib mir irgendwas.
Lass uns mal kurz, bist doch noch bei Pokémon, oder? Kann ich dir Entei geben? Bist du noch da? Dann gebe ich dir kurz Entei. Du hast Rayquaza auf die Mal gesiegt. Wer ist das denn? Necrozma. Necrozma auch in Dynamax Abenteuer. Dann müssen wir glaube ich auf Linktausch Passwort eingeben. Und dann kriegst du von mir Entei. Und dann hat sich doch der Freitag doch gelohnt. Was soll ich eigentlich für ein Passwort machen? Ich weiß es selber nicht. Sag mir Bescheid, wenn du den Passwort gelesen hast. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Achso, du machst auch ein Passwort. Das war jetzt gut, ey. Was? 1, 2, 3. Achso, 1, 2, 3, 4. Oh, ich hätte mal die 3 lassen. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Welches Passwort? Jupp, mächtig. Die Suche läuft. Ui. Freu dich eigentlich und gib uns hinten coolen nochmal. Ich habe einen Partner gefunden. Babem, 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 babem. Warte auf die Reaktion des anderen Spielers. Im Momento, bitte. Dicke Bier. Auf Wiedersehen, Entei! Mach's gut! Den dicken Berg kann ich mit Zauber tauschen. Pandaku. Ist eine Schnellschnecke. Schnecke, alles gut? Ich hab ja gesagt, nimm irgendwas. Ich glaube, ich die Liga-Karte haben. Perfekt. So. Dann nehme ich den natürlich zum Zaubertausch. Sehr schön. So, super. Hat doch alles super geklappt heute. Vor Freude. Das war voll cool. So, ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Dann spielen wir morgen erstmal Fortnite Schnecke. Und dann schauen wir mal, ne, ob wir noch ein paar Riesennester machen morgen. Aber erstmal spielen wir Fortnite. Ja, würde ich sagen. Müssen ja leveln, ne? Müssen ja entweder den Battle Pass schaffen. So, wünsche euch alle einen schönen Abend noch und gute Nacht.